Für Kinder und Jugendliche ist sie Alltag, die Videoplattform YouTube. Sie ist inzwischen fester Bestandteil des Medienkonsums. Dabei wird das Netzwerk am Wochenende gerade mal 10 Jahre alt. Anlass für unsere Reporter Christiane Wittenbecher und Henrik Neumann, die rasante Entwicklung in einem großen Multimedia-Projekt von Welt und N24 unter die Lupe zu nehmen. Martin Heller fasst zusammen. Kreischalarm in München. 2000 Fans himmeln ihre Idole an. Es sind 15-jährige YouTuber, die Lochis. Sie haben es vom Kinderzimmer auf die große Bühne geschafft. Die Jugend guckt halt eigentlich jeder nur noch YouTube. Guckt viel YouTube. Man spricht mittlerweile in der Klasse halt über die neuen YouTuber oder über da und darüber. Und es ist halt einfach ein neues Massenmedium, was gerade kommt oder was eigentlich schon da ist. Und das wird sich noch mehr entwickeln. Ein Millionengeschäft, das immer professioneller wird. Ob Musik, Comedy oder Gaming, allein mit Online-Werbung verdienen einige deutsche YouTuber bereits 20.000 bis 40.000 Euro im Monat. So schätzen es Branchenexperten. Reden dürfen die Macher nicht über ihre Einkünfte. Das verbietet YouTube. Yes. Florian Mund alias Le Floyd diskutiert über Nachrichten. Der Austausch mit dem Publikum, das Erfolgsrezept bei YouTube. Die sind alle wahnsinnig interessiert. Die sind sogar wahnsinnig politinteressiert. Aber sie haben halt keinen Bock, nur irgendwas in sich reinzufressen. Das bringt dir ja auch nichts, irgendwie einen Fernseher anzubrüllen. Hast du wahnsinnig was von. Vor 10 Jahren wurde die Internetadresse angemeldet. Das erste Video dann zeigt YouTube-Mitgründer Jared Karim vor einem Elefantengehege. Es folgen Welthits. Ronaldinho knackt mit diesem Clip das erste Mal die Millionenmarke. Psy erreicht mit Gangnam Style mehr als 2,2 Milliarden Abrufe. Inzwischen hat YouTube wie hier in London sogenannte Creator Spaces mit großen Studios eröffnet. Wir wollen denen helfen, die ihre Videos bisher in ihren Schlafzimmern produzieren. Wir bringen ihnen bei, wie sie ihre Videos noch professioneller aussehen lassen können, geben ihnen unsere Kameras und Software, sodass sie das auch zu Hause allein schaffen. Nicht ganz uneigennützig, denn Konkurrenten wie Facebook und Twitter setzen auch immer stärker auf Videoinhalte, buhlen um die Macher. In dem Multimedia-Projekt von Welt und N24 folgen die Reporter den Wegen des Geldes und sprechen auch mit Kritikern des Systems. Im Fernsehen in einer langen Reportage, im Internet als Webvideoserie mit persönlicher Ansprache und Diskussion. Reporter Henrik Neumann ist schließlich auch YouTuber. Und jetzt erstmal hier bei uns im Studio Christiane Wittenbecher und Henrik Neumann. Schön, dass ihr Zeit habt. Herzlich willkommen nochmal. Ganz, ganz viele Leute, die richtig groß geworden sind durch YouTube, wenn man da mal so raufschaut, die auch richtig Geld damit machen. Wer fällt einem da spontan ein und wie haben sie es geschafft? Also ganz groß zum Beispiel ist Le Floyd, Florian Mund, Darum, Nilan Farouk, Simon Unge, ja, Sammy Slimani, ganz groß. Wie haben die es gemacht? Tja, mit viel Arbeit, glaube ich. Also es ist wirklich gewachsen, man muss ganz klar sagen, die machen das halt schon sehr, sehr lange. Die meisten von denen ist natürlich im Zusammenhang mit einem großen, im Kontext zu einer großen Karriere auf der Bühne oder so, ist es natürlich nur kurz, wenn du es 5 Jahre lang machst. Aber nichtsdestotrotz machen die es lange, wachsen und haben mit sehr viel Professionalität da. Aber es sind Tausende, die es mittlerweile probieren. Was muss man haben, um den Durchbruch zu schaffen dann? Na, der große Vorteil bei YouTube ist ja, dass man direktes Feedback hat. Also die haben eine Community, mit der die interagieren. Mhm. Und diese Community, die kann ja auch mitreden. Also die können sagen, mach doch mal was zu diesem Thema. Oder in deinem letzten Video, das hat mir nicht gefallen. Weil, wenn wir jetzt hier reden mit den Fernsehzuschauern, die haben ja auch eine Meinung zu dem, was wir machen. Aber die können das nicht. Die wissen nicht, was die denken. Und bei YouTube ist halt der große Vorteil, die wissen das und deswegen können die sich ihre eigene Community aufbauen und mit denen wirklich arbeiten. Kann man es sich leisten, die Community zu ignorieren und zu sagen, ich mache mein Ding weiter, so wie ich mir das vorstelle? Oh, hier wird schon der Kopf geschüttelt. Na, man kann alles. Man kann das natürlich. Aber die Erfolgschancen sind dann deutlich geringer. Also man muss ja abonniert werden, in Anführungsstrichen. Abonnieren kostet nichts, einfach einmal klicken, auch gerne auf meinem Kanal. Henrik Neumann. Aber wenn du nicht mit den Leuten redest, dann merkst du ganz schnell, dass die Community und die Zuschauer bei YouTube sind schon sehr, sehr wählerisch. Die gehen dann einfach weiter. Das Problem ist auch, du hast natürlich auch eine riesen Konkurrenz. Also nicht so wie wir hier, da müssen die Leute dann jetzt gucken, was wir gerade senden. Aber bei YouTube kannst du halt einfach woanders hinklicken. Und Authentizität ist total wichtig, also dass man glaubwürdig ist. Und das fordern die Leute auch ein. Also sobald man sich dann irgendwie zu sehr verkauft oder vielleicht zu viel Werbung macht, das nehmen die einen dann auch übel, und zwar auch langfristig. Wir schauen mal ein bisschen rein in das, was wir gerade schon besprochen haben. Wir haben noch einen Beitrag für Sie vorbereitet. YouTuber zu sein bedeutet 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag YouTuber sein.
Es ist unglaublich. Du gibst irgendwann tatsächlich auf, in Anführungsstrichen, und akzeptierst es, dass YouTube ein unfassbar gigantischer Teil deines Lebens geworden ist. Wir alle haben ständig Smartphones oder Tablets dabei. Ich checke jeden Tag meine Videos, meine Kommentare. Man ist auf Twitter, Instagram, Facebook. Man beantwortet Fragen, man schreibt Skripte, man trifft sich mit Leuten, man dreht noch mal was völlig anderes, weil man gerade Bock und mal 5 Minuten Zeit. Und es ist tatsächlich einfach so, dass auch beispielsweise Urlaub plötzlich ein Thema ist, was unglaublich heikel wird. Wenn du hast, sagen wir mal, 3 Wochen Urlaub vor, kannst aber auf gar keinen Fall 3 Wochen Videos ausfallen lassen. Oha, Henrik, du bist selbst YouTuber, kannst du es bestätigen? Ja, total. Also wir haben ja für N24 für diese Dokumentation fürs TV produziert und gleichzeitig produzieren wir ja für meinen YouTube-Kanal auch eine 10-teilige Serie, Web-Videoserie, wo wir jeden Tag eine Folge abschießen. Und du merkst halt, du sitzt einfach bis tief in die Nacht an diesen Sachen. Allein nicht nur, wenn du die Community betreuen willst, also wirklich auf viele Sachen, die dir dort geschrieben werden, antworten willst, sondern einfach, du bist halt ein ganzes Programm. Du machst die Idee, du drehst selber, du schneidest selber, du haust das Ding selber raus. Florian Mund, Le Floyd, ich saß bis 1 Uhr nachts hier im Schnitt, habe ihm ein Foto geschickt von dem, was ich gerade geschnitten habe. 1 Uhr nachts, dachte ich natürlich, kommt nicht zurück. Florian schickt mir ein Foto zurück, wo er gerade selber im Schnitt sitzt. Also die Jungs ackern wirklich wie verrückt. Damit kommt auch Ruhm. Ruhm, der nur im Netz sich verbreitet, oder spürt man das dann auch auf der Straße? Auf jeden Fall. Also es gibt Stars, die können eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen, ohne direkt von Fans umlagert zu werden. Sami Slimani ist ein gutes Beispiel, auf den gehen wir auch in der Web-Videoreportage noch mal ein bisschen ein. Wenn der das Haus verlässt, kommen sofort hunderte Fans, und der ist teilweise in den Zielgruppen 100-mal berühmter als die aktuellen Pop-Bands, die gerade so aktuell sind. Erzähl kurz von deinem... Du wolltest mit ihm drehen? Ja, gutes Beispiel. Sami Slimani, mit dem wollte ich drehen. Und ich habe, wir wollen natürlich immer so ein bisschen aufregender drehen und keine richtig gesetzten Interviews machen, weil es ja langweilig. Und ich habe vorgeschlagen, komm Sami, wir gehen zusammen in die Innenstadt, wir machen ein bisschen Window-Shopping, oder du nimmst mich mal mit bei deinen Einkäufen. Er ist berühmt dafür, dass er so Einkäufe macht und Produkttests und so weiter. Und das Management hat gesagt, auf gar keinen Fall, dann müssen wir 3 Security-Leute engagieren. Und das kriegen wir so schnell jetzt nicht mehr hin. Das geht auf gar keinen Fall, wir machen das im Büro. Der Junge kann nicht durch ist einem gar nicht so bewusst, wenn man hier sitzt. Wir werden noch Gelegenheit haben, weiter auch zu thematisieren, was ihr an Recherche auch über YouTube herausgefunden habt in einem späteren Gespräch. Dann schauen jetzt aber auch noch mal auf das, was Antje Lorenz zusammengetragen hat in Sachen Geschäftsmodell YouTube. Ja, YouTube, alles andere als eine Plattform, wo ein paar Kids ihre Handyvideos hochladen und dann über Nacht berühmt werden. Das ist ein hochprofessionelles Geschäftsmodell mit komplexen Beziehungen. Die zeige ich gerade mal. Das ist natürlich der YouTuber in seinem Verhältnis zu YouTube, 2006 von Google gekauft. Der gibt 45% seiner Werbeeinnahmen auf seinem Kanal an den Konzern ab. Das ist schon mal amtlich. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten MCNs, Multi-Channel Networks, agieren wie Plattenfirmen im Verhältnis zum YouTuber. Wichtige Aufgabe, die haben den Markt professionalisiert. Sie beraten den YouTuber, aber vor allem vernetzen sie ihn mit anderen Kanälen, am besten natürlich Stars. Über diese Vernetzung der Kanäle, der eine pusht den anderen, kann man die Reichweite natürlich steuern und massiv erhöhen, damit das Geschäft erhöhen. Und dafür gibt der YouTuber dann an den MCM immerhin auch 50% der Einnahmen ab. Tja, dieses Verhältnis muss nicht immer ganz einfach sein, das kann sogar sehr schwierig sein. Wie wir in Deutschland jüngst erlebt haben, haben sich einige Stars mit ihrem MCM überschlagen, sehr prominent. Simon Unge, haben wir gerade auch gehört, hat seinem Netzwerk Mediakraft sehr prominent gekündigt in einem Video im Netz mit schweren Vorwürfen. Da geht es immer darum, dass es um zu viel Profit geht und gar nicht mehr um die Künstler an sich. Also hochinteressant, hochspannend, muss man sich unbedingt mal anschauen, so hinter die Kulissen schauen. Können Sie machen auf N24 heute in dem Beitrag, in der Dokumentation ab 15 Uhr, aber natürlich auch auf YouTube. Henrik Neumann lädt die Videos hoch und da können Sie dann mal reinschauen.